Grüßt euch, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen... Everybody knows that I'm hog wild. Leute, kommt mal her. Kommt mal her. Wir müssen nämlich leise sein. Sonst wecken wir die drei kleinen Schweinchen. Ja, ihr seht richtig. Drei kleine Schweinchen. Was ist drin im Paket? Wir schauen es uns an. Aber hey, die haben die neue Reclaimer hier mit drin. Die Reclaimer 18 oder Reclaimer oder whatever. In einem finde ich ganz hübschen Design, muss ich sagen. Genauso wie die M16, die auch ein schönes Design abbekommen hat. Also die Waffenskins gefallen mir schon mal, kann man sagen. Aber der andere Müll, der halt sonst noch mit dabei ist, braucht halt keiner. Aber es ist schön, dass wir ein kleines Sparschweinchen dabei haben. Wir haben auch hier Captain America. Nee, Mr. America. Den haben wir noch als Operator Skin. Sieht auf jeden Fall, naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir die Amerikaner Flagge auf der M16 und auch auf der Nita, okay. Emblem, Visitenkarte 4. Juli, der Independence Day und natürlich Uncle Sam als Ladebildschirm. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben hier so eine Art Astronaut. Ist ja auch mal schön, dass wir jetzt ein paar Astronauten hier mit dabei haben. Yuri! Yuri! Der kommt mit der MTZ-762 und ansonsten hat er nicht wirklich, außer hier so eine wunderschöne Visitenkarte. Wer ist denn der gepanzerte Schurke? Also den kenne ich ja überhaupt nicht. Der sieht aber so aus, als hätte das Abendbrot von gestern nicht so richtig vertragen, meiner. War es gerade eine Ansage oder was? Er hat noch die Tug Eradicator, so ein Rot-Weiß und die Sidewinder. Na, Sidewinder, über die brauchen wir nicht zu sprechen. Und andere krabbenartige Dinge. Na gut, alles ist nicht so weltbewegend, oder? Okay, die mehrfarbigen Fledermäuse, also wieder Batman für Arme, ist auch am Start. Einmal in Weiß, einmal in Rosa, einmal in Schwarz und natürlich in Blau. Das ist keine Farbe, das ist ein Zustand. Die haben die Pullemäuse 7. Ach, diese Namen immer. Auf jeden Fall haben sie die Waffe in einem schlichten Schwarz-Weiß. Und dazu noch die Wastepace Swarm. Und das gefällt mir sogar irgendwie. Und Sticker-Waffen und ach, was weiß ich. Oh, das ist aber niedlich. Ja, ansonsten kann ich euch auch sagen, der Shop, also mittlerweile, es ist ein Fiebertraum. Stell dir einfach mal vor, Edeltrix zockt einfach mal wieder COD nach Jahren und sieht diesen Shop. Okay, ich wollte mir aber mit euch gemeinsam nochmal den 8-Bit-Modus angucken, der vor ein paar Tagen auch erschienen ist. Also alles im 8-Bit-Stil sieht ganz cool aus von dem, was ich gesehen habe, aber wir gucken uns das gemeinsam nochmal an. Auf jeden Fall mal eine interessante Idee. Weil das scheint mal ziemlich lustig zu sein. Mal noch eine Waffenklasse erstellen, was spiele ich denn mal? Das könnte ich mal wieder spielen, BP50 oder eine MP lieber, Super Mario oder RAM9. Ich glaube, ich spiele mal HMR wieder. Okay, zeig mal her. Ey, das sieht ja so cool aus, Alter. Ja, ich habe es schon kurz gesehen mal, aber wenn man jetzt selber hier nochmal eine Runde spielt und es nochmal direkt ein Vergleich sieht zu anderen Call of Duty Maps und zu den Standard Call of Duty Maps, hat das schon einen sehr, sehr coolen Flair, muss ich sagen. Ich würde mir am liebsten das mal alles angucken, bevor ich hier anfange rumzuballern, weil es einfach so cool aussieht. Wisst ihr, das ist zum Beispiel eine Änderung, die sowas von skurril ist und abstrakt ist, die auch nicht ins Call of Duty Universum passt, aber wirklich mal optisch was hergibt, was wirklich lustig ist. Und irgendwie gefällt mir das auch ziemlich gut, muss ich sagen. Die Sounds! Und vor allen Dingen merke ich gerade, wie, guck mal hier, wir können extrem weit und hoch springen, so Gravity und so. Ist irgendwie ein bisschen geändert, ne? Gravitationsmäßig. Alter, der wie hoch der noch? Muss ich erstmal dran gewöhnt, wie hoch die Leute hier jumpen. Ist ja Wahnsinn. Der hat so einen riesen Kopf, den muss man eigentlich treffen, ne? Weil der Kopf ist unproportional zum ganzen Rest des Körpers. Komm, ich nehme A mit ein. Bin ja nicht so. Danke. Bin zu spät zur Party gekommen, man kennt es. Aber komm mal, seid mal ehrlich, sieht wirklich cool aus, oder? Also, es ist wirklich mal ein lustiger Spielmodus. Schreibt mal rein, wie ihr den findet. Also, ich finde es erstmal irgendwie ganz witzig, muss ich sagen. Wo sind jetzt hier alle Gegnerinos hin? So, ich lege mich jetzt hier hin, nehme B ein und werde erschossen. Ich gehe jetzt dahin, nehme B ein und werde mich rächen für das, was ihr mir angetan habt. So richtig retro, gefällt mir. Call of Lego oder irgend sowas hier. Erst die drei kleinen Schweinchen vom Anfang des Videos und jetzt haben wir hier Lego City Undercover oder was. Und wenn ich Undercover sage, meine ich, ich habe da HMR dabei, meiner. Ich probiere mal A einzunehmen, ich hoffe, das geht. Das sieht total witzig aus, aber es sieht einfach cool aus. Da läuft das Spiel auch mal bei allen richtig, ja? Wo ist er hin? Jochen! Stehen bleiben! Oh, und ich muss nachladen. Sind alle wieder bei B, ne? Ist der hier noch drin, oder? Wir müssen mal so einen Operator angucken. Hier, bleib mal kurz stehen, Jochen. Zeig mir mal deinen Kopf. Guck mal, wie riesig der Kopf ist. Total unproportional zum ganzen Rest des Körpers. Da ist Schmieds Körpers, die liegt in eine ganz andere Rolle. Hä? Als wäre ich hier am Spielautomaten im Pinball oder so. Hat auf jeden Fall was. Doch. Kann man schon sagen. Da kommt einer. Mit der Shotgun, das klang gerade so, aber es war der Mate. So, mal die Drohne raus, Mickey Maus. Die chillt alle wieder bei B, das ist so typisch. Die alle lieben B. Ich weiß nicht, bei VW da. B ist... Da war doch einer mit Shotgun. Ich dachte schon, die Schiene. So, jetzt gibt's hier Geburtstag. Geht's mal hier undercover ins Haus.
Oh, ich freue mich so sehr auf den Black Ops 6 Multiplayer, muss ich sagen. Aber fast viel mehr als auf den Multiplayer freue ich mich auf Zombies, denn es sind Round-Based Zombies, also rundenbasiert, und da freue ich mich. Ich hoffe nur, es ist trotzdem auch ein guter Zombie-Modus, weil nur weil der rundenbasiert ist, bedeutet das nicht automatisch, dass der auch gut sein muss, weil wir hatten auch schon rundenbasierten Zombies, der trotzdem nicht mehr ganz so nice war wie damals in World at War oder BO1 und 2. Guck mal einfach mal, was es bringt, ne? Und von hinten, Alter, wieder ein Ballonkopf-Kill. Stand das gerade da oder sowas? Also, haben sie sich neue Kill-Namen schon ausgedacht oder was? Neue Killstreak-Bezeichnung, was auch immer. Das sind aber auch wirklich Ballonkämpfe, meiner. Da brauchst du nicht nach Sonnenschein! Kurz nachladen, wenn ich darf. Ballonfeind, alles klar. Also, Ballon, Alter. Ab in den Westen oder was? Zack. Und zack. Und. Ja, und dann von hinten wieder, wenn ich einmal aufs Streak gehen will. Ist das hier der Mickey Mouse Club oder was? Packt eure Mäuse ein. Der schießende Boss. Ey, guck mal, hier kannst du hier hochgehen. Smooth. Okay, gewonnen. Guck mal hier, das Symbol in der Mitte ist auch jetzt so 8-Bit-mäßig. Minecraft grüßt. Jetzt gehe ich aber hier mit den Double Pistols mal gucken, mit der Base-Face-Dinger im Doppelpack. Und probiere mal ein bisschen aufs Streak zu gehen, das wäre ziemlich wünschenswert. Und der eine versteckt sich doch schon wieder hier. Ja gut, der hat ja ein bisschen geschlafen. Also, ach, du kriegst, jetzt verstehe ich das erstmal. Wenn du einen Kill machst, kriegst du noch einen Boost und bist viel schneller. Das habe ich jetzt in der ersten Runde gar nicht so mitbekommen, dass du halt, wenn du einen Kill machst, gefühlt, oder ist es Einbildung, aber ich hab das Gefühl gehabt, ich habe jetzt ein Movement dazu gewonnen und bin schneller geworden. Doch, da unten links sind doch auch so Anzeichen, also so Symbole. Das ist doch, sind doch bestimmt wie eine Art Perks hier. Schneller, weiter, höher, ihr kennt das Ganze. So, und jetzt, ja, Stufe 1, jetzt bin ich Stufe 2 oder was auch immer das ist. Habe ich da was davon? Muss ich mal gucken, wenn ich 3 Kills mache. So, jetzt Stufe 3 oder was? Und dann? Was bringt mir das jetzt? Ach, jetzt habe ich. Ach so, jetzt habe ich einfach meine Streak oder was? Muss nachladen. Darf ich? Er war vollkommen lost. Ich aber auch mit meinem Nachladen, weil es einfach viel zu lange dauert. Aber was bringt mir das jetzt? Ist einfach nur ein anderes Symbol für die Streaks freischalten oder was? Und ich brenne halt permanent. Das geht aber irgendwie auch nicht weg, ne? Sag mal, wie lange will ich denn jetzt eigentlich hier noch brennen? Irgendwie langsam wird es belastet. Ist das ein Bug oder brennt man immer so lang? Was steht denn da mal in der Ecke rum? Ja, was? Ich war's, sorry. Wenn sie nebenbei nicht am Lümmel rumspielen, wenn wir zocken wollen. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ach, ich habe eine Munitionskiste, sehr schön. Will mein Vitol noch spielen. Wie toll wäre denn ein Vitol, ne? Da sniped hier einer? Beim Eikill brauche ich, glaube ich, bloß noch, oder? Beim Eikill. Oh, nee! Guck dir mich durch ein Fenster an, wie Frau Holle. Hey, guck mal, der. Nochmal kurz. Ja, wenn ich hier eine Granate werfe, ne, gerade im Rennen, wenn du eine Granate wirfst, dann macht der gar keine Handanimation. Dann wirft der einfach. Also, dann fliegt die von alleine, meine ich, hier. Nee, irgendwie lebt der Surfer. Ich war ganz komisch. Zack. Ach, wie geil du jumpen kannst. Willst du mir rein? Wer will rein? Also ich will rein, wenn ich danach wieder rauskomme. Ja, das ist natürlich ein Movement des Todes, ne? Da kriegst du ja, das ist ja schon wild. Wilde Luzi, kann man sagen. Oh. Danke, ihr Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Für euch noch ein Däumchen, für mich ein Träumchen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bleibt gesund, benehmt euch und haut rein. Euer Fexer. Bis dann. Tschüss.